Es war mal wieder soweit. Mein Synology 918 Plus musste abgedatet werden und neue Platten rein. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Technikkanal. Schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt. Hier ist euer Daki. Willkommen in my world. Den Spruch sage ich zu gerne. Willkommen in meiner Welt. Ja, es gibt ja nun gewisse Vorschriften wie Datengrundschutzverordnung, bla bla. Und irgendwann ist der NAS mal voll und das musste abgedatet werden. Eigentlich wollte ich den ursprünglichen nochmal den Zusammenbau zeigen, aber das haben wir uns dann gleich alles in eins. Und zwar möchte ich euch heute gerne mitnehmen zum Platteneinbau, zum SSD-Einbau. Davon haben wir ja zwei Stück. Das sind, glaube ich, WDs gewesen, NV750, glaube ich. Zwei 250er plus zwei 8er plus zwei 4er. Und das Ganze richten wir schön bei noch mit RAID ein. Das habe ich zusammen mit meinem Sohn gemacht, mit dem ich öfter solche Sachen mache, mit unserem Gamescrack. Danke nochmal für deine Hilfe. Ja, ich finde es immer wichtig, dass die Kids dann auch was lernen, aber diesmal ist er halt nicht zu sehen. Und dazu würde ich euch gerne herzlich einladen. Die vier Bay sind alle gleich aufgebaut bei Synology und deswegen ist es vielleicht mal interessant zu sehen für jemanden, der sich nicht damit auskennt, wie setze ich mir den zusammen, na, und wie richte ich später das passende RAID ein. Da gibt es übrigens auch noch ein Tool von Synology, den packe ich euch in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann, ist so eine Art Beratungstool, wenn die und die Platten, und da könnt ihr euch dann aussuchen, welches RAID ihr dann gerne nutzen möchtet nach der Einrichtung. Und dazu würde ich euch herzlich einladen, ich wünsche euch viel Spaß beim Platteneinbau Synology Check. Viel Spaß beim Video. So, bevor ihr überhaupt irgendwas anfangt, könnt ihr euch natürlich erstmal ausrechnen, wie viel will ich haben. Und dafür gibt es von Synology den RAID-Rechner. Wir haben zum Beispiel jetzt mal als Beispiel eine zweite und eine vierte und eine vierte. Das ist jetzt wirklich so, wie es bei mir ist. Wir haben SR2. RAID 0. Hätten wir jetzt die volle Power, aber keine Datensicherung. Und so, wie ich es gemacht habe, auf dem SR-Standard, haben wir aber noch eine Sicherheit. Und zwar, blau heißt jetzt nichts anderes als für den Schutz verwendet. Grün verfügbarer Speicherplatz. Wir könnten es jetzt ein bisschen durchspielen hier noch. RAID 1 bleibt am wenigsten über. Das würde nicht genutzt werden. RAID 5 hätten wir jetzt 12 Terra. Die 8 Terra würden jetzt hier auch nicht genutzt werden. Nicht verwendeter Speicher. Dann haben wir noch RAID 6. Haben wir wieder eine Platte, die nicht überbleibt. Also da können wir uns jetzt auf den Kopf stellen. Wir können das natürlich jetzt hier nochmal löschen und fangen nochmal von vorne an. Nehmen erstmal die beiden Vierer, nochmal eine Vierer, 8, 8. So. Es bleibt uns immer nichts über. Wir haben immer hier noch grün. Also ist in diesem Moment, wir können jetzt noch RAID 10 als Vergleich. Haben wir auch nicht viel mehr von. Und RAID F1. Es würde hier immer noch was überbleiben. Also bei SHR oder SHR2 würde das auch so sein. Haben wir hier noch einen Sicherungsschutz. Na, und hier steht auch nochmal, besuchen Sie unsere Seite. Bei Verwendung von SHR oder SHR-Festplatten als RAID wird nicht verwendeter Speicher automatisch für eine spätere reserviert. Bei anderen RAID-Typen dagegen gibt es keinen nicht verwendeten Speicher an, dass dieser Speicher nicht verwendet wird. Na, also hier können wir uns das nochmal so ein bisschen reinziehen. So, wir kommen jetzt zum Bau. Na, das wollte ich vorab nochmal gezeigt haben, bevor wir hier überhaupt anfangen, damit ihr ungefähr versteht, was man jetzt machen könnte. Wenn jetzt hier beide zum Beispiel auf die lösche ich, nochmal jetzt beide auf 8 hätten, was dann schon ganz schön teuer wird, dann haben wir 24 Terabyte. Dann ist es auch egal, fast schon
was man da für ein RAID nimmt. Na, hätte man jetzt auf RAID 5 nehmen. Verbaut man unterschiedliche Platten, sieht die Geschichte dann schon anders aus. Dann hätten wir jetzt auf RAID 6. Aber die beiden waren nun mal vorhanden. Na? Also, oder auch selbst auf SR2 nochmal, um das zu, hätten wir jetzt hier 16 Terabyte als Schutz. Das nimmt sich dann eigentlich auch nichts mehr. Na? Gut. Aber durch die Verbauung der beiden Vierer ist das halt so. Man muss immer gucken, was will man, was kann man und was kann man sich vor allen Dingen auch noch finanziell leisten. Das ist ja nun auch eine Frage des Geldes. Ja. Meiner ist jetzt nun der 9, 18 Plus und der hat halt nur viel. Ja. Aber man kann mischen. Gut, jetzt kommen wir auch endgültig zum meinem Kram hier. So, wir machen einen kompletten Plattentausch, mal mit meinem Sohn zusammen. Kannst du hallo? Hallo, in unserem Fall setzen wir diesen aber komplett zurück. Ihr müsst ihn nicht machen, solange ihr nicht zu viele Apps habt. Das zeigen wir jetzt nochmal. Geht auf die Systemsteuerung und ihr könnt dann zurücksetzen. Und dann wiederherstellen. Ja, und dann wiederherstellen. Aber wir wollen doch mal gucken, und zwar war das hier in der Speichermanager. Wie wir hier sehen, haben wir hier vier Platten verbaut. Und wenn wir uns den Speicherpool angucken, sind die hier noch gleich. Aber jetzt kommen zwei Achter rein. Und da hier Apps drauf installiert sind, machen wir das nicht. Also setzen wir den komplett auf Werkseinstellung zurück. Na, das könnt ihr dann, entweder könnt ihr auch Platten tauschen. Ihr könnt, hätte jetzt, wenn er zwei neue in der gleichen Konfiguration einsetzt, dann braucht er das Ding eigentlich nur runterfahren. Dann dauert zwar ziemlich lange, aber stellt das dann auch wieder her. Eigentlich, warte mal, nochmal bitte, was du gerade gesagt hast. Ja. Sorry. Also wie gesagt, wenn ihr die eine Platte tauscht, könnt ihr die auch ziehen und könnt die dann auch tauschen. Ist egal, ob es jetzt 6 oder 4 Giga oder 4 Tera oder 8 Tera, 6 Tera ist, ist völlig wurscht. Achtung, bei einem RAID 5 nur eine Platte gleichzeitig tauschen, weil sonst zerstört ihr das RAID. Der Wiederherstellungsvorgang kann bis zu 2 Tage dauern. Naja, das kann dauern, also ziemlich lange. Hier haben wir noch die SSDs als Cache drin verbaut, wie man hier sieht. Die sind jetzt nicht verwendet. Ja, nicht initiiert. Das habe ich mir erspart, weil kommt dann noch so. Und hier kann man verfügbare Laufwerke dann Speicher hin, Erweiterung hinzufügen, RAID ändern. Also es gibt schon, wenn ich hier zum Beispiel den RAID-Typ Speicher bei Tool ändere, dann kann ich mir jetzt RAID 6 ausdenken oder was weiß ich. Ja, in diesem Fall nur RAID 6. Ja, das machen wir aber nicht. Das ist nur mal so angedeckt. Vielleicht machen wir das irgendwann mal später mal. So, wir gehen jetzt zurück, wir machen das hier erstmal dicht und bei dieser Konfiguration werden wir jetzt das Synology Hybrid RAID nutzen, weil sonst ist es ein bisschen scheiß mit Speicher und Platznutzung. Jetzt wird es lustig. Alle Daten solltet ihr vorher schon mal eure Filme, was ihr Videos, was ihr an Daten drauf habt. Auf einen externen Datenträger. Das könnt ihr entweder mit dem USB-Port machen und über den File Manager auf NAS oder ihr macht es über einen Windows-PC oder Linux-PC oder Mac, was ihr auch immer ihr habt. Wie ihr gerne möchtet. Dauert aber auch. Hier waren knapp 4,5 Tera drauf, dauert auch. So, also jetzt geht's ans Eingemachte. Na, hier kann man wieder herstellen und aktualisieren. Wir wollen das System. Sicherung kann man hier auch erstellen. Wenn Würde ich euch empfehlen, das haben wir aber gerade schon gemacht. Einfach nur einmal auf Exportieren da unten drücken und danach auf System zurücksetzen. Papa, das brauchst du nicht. Ja, hier kann man auch eine Automatik. Automatisiert, ja. Das ja, kann man auch ich zeig das nochmal. Aber ja, braucht kurz. Und da so, dann haben wir es hier unten. Das ist nur die Konfiguration, keine Daten enthalten. Na, wie, dann habt ihr euch ein bisschen Arbeit erspart. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Nein, da. Na? System zurücksetzen. Ja, ich bin jetzt auch schon perplex. Alle Daten löschen. Ich hab's verstanden. Na? Jetzt müssen noch 3 Sekunden warten. Ja. Falls ich es mir doch noch anders überlege, mache ich jetzt aber nicht löschen. Können wir nochmal bitte eingeben? Ja. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Auch besser so. So, und ab dafür. Das kann jetzt eine Weile dauern.
Ja, die wird dann neu gestartet und wir werden sie in diesem Fall dann ausschalten. Man kann hier sich auch den Synology-Assistenten runterladen oder den Web-Assistenten. Papa? Ja. Nicht ausschalten, dann mal, lass es erstmal. Ich würd ihn erstmal einrichten, nur ohne RAID. Das kannst du auch machen. Ja, das kann man auch machen. Und dann fahren wir runter und dann geht's ab. Und das wird jetzt eine Zeit dauern. Ich mache jetzt mal für euch eine Pause hier. Jetzt nicht warten und hier nicht verzweifelt denken, die ist nicht da. Na, also ihr müsst jetzt warten, bis das Ding wieder neu startet. Also bis er einmal gepiept hat, also so wie sonst immer ist, wenn er die Diskstation startet. Na. Der war zum Beispiel so eingerichtet, dass er nachts um 2 runterfährt und morgens um 6 automatisch wieder hochfährt. Strom sparen. Gut, wir warten jetzt ab, bis er hochgefahren ist und dann geht es hier weiter. So, der erste Pipi kam. Müssen wir ein bisschen warten. Ich versuche nochmal zu aktualisieren. Ansonsten gucken wir gleich nochmal im Router nach der IP, wenn er es jetzt nicht findet. Aber sollte er. Eigentlich ja. Nein. Okay, wir gucken im Router nach. Warte. So, wir hatten jetzt mal im Router nachgeguckt. Jetzt auf installieren. Ja, hat die gleiche IP behalten. Jetzt könnt ihr den installieren. Automatisch von der Webseite runterladen, das machen wir natürlich. Wir könnten auch hier. Manuell, da müssten wir aber auch von Synology runterladen. Ja. Das verstehen wir. Er kriegt dann auch gleich automatisch das neueste DSM runter. Ja, das bin ich ja. Für wen es interessiert, DSM ist eigentlich eine Linux-Distribution. Theoretisch wäre es sogar möglich, wenn auch nicht ganz legal, die auf einem normalen PC zu installieren. Ja, das haben der NAS ist eigentlich nur ein normaler PC. Das haben die nicht so gerne. Das sehen sie noch nicht gerne. Da gebe ich da gerecht. Ja. Aber wir haben ja alles legal, also ist uns das nicht scheißegal. Jeder das eine Fassung. Wir machen für euch mal eine kurze Pause, das dauert hier ein bisschen. So, zwischendurch, damit ihr das auch seht, kriegt ihr dann nochmal wird dann neu gestartet, dauert eine neue Zeit, dauert seine Zeit, also hier angegeben mit 10 Minuten ist nicht immer, aber so ist dann halt die Reihenfolge. So, jetzt könnt ihr, haben wir hier willkommen bei DSM7. Die Datenverwaltung von morgen beginnt hier. Und wir starten das Ding. Jetzt könnt ihr das Ganze benennen. Das wäre jetzt, so wie es auch im Netzwerk, also unter Windows Netzwerk erscheint. Und das ist DHW-NAS. So, nur die wichtigsten Paketabzüge empfohlen. Machen wir jetzt erstmal. Überspringen? Das brauchen wir alles nicht. Nein, trotzdem überspringen. Nein. Ich erlaube, nein, machen wir. Nein! Achso, du meinst die Datenschutzerklärung, okay. Ja, ich werde alt. So, jetzt könnten wir ein Speichervolumen erstellen, das machen wir jetzt nicht, wir wollen hier nur wieder runterfahren. Wo waren jetzt unsere 3 Sternchen hier zum Runterfahren? Nein, das musst du über den Knopf hier machen. Nein. Ich mach's, okay? Ja, warte, du kannst doch hier auch runterfahren. Nein, kannst du nicht. Nee, irgendwo war das. Na gut, nein. Dann schalt das Ding mal aus. Weiter. So. So sieht das gute Stück von oben aus. Wie nimmt man den? Einmal, zweimal, dreimal. Was? Gerade. Nein, pass. Das hat den Grund, so könnt ihr das öffnen. Hat sich doch noch ein bisschen Staub eingewirkt. Ich hatte den letzten erst eigentlich sauber gemacht, aber gut, das kann jetzt wir hatten ihn von hinten gereinigt, das machen wir jetzt mit der Hand. So, Reihenfolge ist in diesem Fall egal. Also haben wir hier noch ein bisschen Staub, das werden wir gleich mit dem Pinsel beseitigen. Ich würde rein für die Züche die 1 und 2 nehmen. Ich werde auf Datum gucken. Ne? So, die entfernen wir. Dann gucke ich gleich nochmal nach, welche sind. Das mache ich mit dem Pinsel. Die waren schon sauber. Da ist auch nicht mehr viel Staub drin, weil ich es vor kurzem erst ausgesaugt habe. Ey, das ist ja unfair. Du kannst die Rahmen einfach so auswechseln. Ja, was glaubst du denn? Achso, nur für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Hier. Können den RAM austauschen? Na? Da auch? Bei meinem musst du den komplett aufreißen. Nee, nur um die Lüfter auch zu reinigen, musst du komplett aufreißen. Das brauchst du ja nicht. Ist bei dem neuen 18 Plus praktisch, dass man hier die RAM-Speicher ausnimmt. Der hat 8
8 GB drin. Das heißt 2,4er. Ja. Wäre erweiterbar bis zu 32. Bis 16, glaube ich sogar. 16, 32. Bin ich mir nicht sicher. Aber wenn ihr sowas macht, ich nutze Original Synology. Und euch das mal zu zeigen, wo die NVDs sind, die sind da unten drin. Falls er einer die VDs noch nicht mal gesehen hat, das sind 250er. Na, hier mit dem Schlitz drin. Da müsst ihr jetzt drin darauf achten, dass er den Schlitz auch richtig erwischt. Also den nehmen wir raus. Na? Ich muss mir das auch von der anderen Seite genau angucken. So, dann können wir die einklinken. Und dann war es das schon. Gucken, ob das genau richtig drin ist. Ja, da die Finger haben gefruchtet. Also sehr einfach. Schießen den Deckel wieder zu gleich. Ist natürlich auch mit den Lüftungsschichten gut, dass sie entlüftet, dass man sie entlüften kann. So. Und möglichst immer nicht, wie gesagt, auf die Goldkontakte. Na? Ich versuche die Kamera mal ein bisschen rauf zu zicken. Reinstecken. Und einklinken lassen. Und drinnen. Und zu. Also ein Display zusammenzubauen ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ja. Jetzt drehen wir das mal ein, das interessieren sollte, wo finde ich bei der Seagate das Herstellungsdatum. Das könnt ihr dann hier sehen. Und der DOM. 5. Mai. Nee, März 2020. Da ist ein 19er und jetzt nehmen wir noch mal zwei niegelnagelneue 8 Terra. Ich zeige euch ein, wie ihr eine verbaut. Weil alles andere Blödsinn. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel nochmal das Herstellungsbild, 7. November 21. Ne? Und da kann man es dann auch nochmal sehen. Die ist 21, ja. Genau, September 21 gebaut. Es kommt immer darauf an, wie lange die auf dem Lager liegt. So, um euch das zu zeigen, wie ihr das Ganze jetzt einsetzt. So, wir setzen jetzt Nummer 1 ein. Ist eigentlich relativ einmal. Ich zeige das einmal. Immer voll bescheuert. Eine drinnen, dann ist die zweite leichter. Bisschen gegendrücken. So, dann habt ihr die drin. Und so macht ihr das dann weiter. Dann setzen wir die nachher zum Schluss gemeinsam ein. Wir haben eine 8 Terra weg. Dann nehmen wir die nächste 4er. Und das älteste Modell packe ich immer nach hinten, dann wegen Austausch. Gut, ich mache das fertig und dann können wir das zusammensetzen wieder. So, ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr die vorher richtig rum reingesetzt habt. Also das heißt, ne, die Anschlüsse müssen auch da zeigen. Noch so richtig in der, man sollte sich vielleicht, sonst könnt ihr die wieder reindrücken. Das geht relativ schnell. Jetzt haben wir die beiden Achter. Jetzt nehmen wir die 4er und das war die älteste. Und kann man noch mal kontrollieren. 2019.
Ja, irgendwann piept das Teil und dann könnt ihr dann mit dem Synology-Assistenten drauf. Momentan initiiert sie dann noch. Also da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Das dauert eine Zeit lang, vielleicht eine Minute oder so. Oben, Status ist jetzt momentan noch am Blinken. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Na, da steht Status gelb. Aber das ändert sich noch, wenn sie dann eingerichtet ist. Gut, dann gehen wir jetzt mal vorne auf die Seite und dann richten wir das Ding mal ein und stellen mal so einiges wieder her. So, jetzt haben wir mittlerweile die 2,8er in die ersten beiden Schächte und die 2,4er in die letzten beiden Schächte. Jetzt kriegen wir gleich auch angezeigt, jetzt wieder hochgefahren, erstellen. Start. Dann können wir auf Start drücken. In diesem Fall SAR, weil wir haben unterschiedliche Größen, 2,8er und 2,4er. Ja. SAR2 gibt uns zu wenig Speicherplatz in jedes andere RAID. Könnte man jetzt hier auch machen, wir halten jetzt. Können wir, aber dann hätten wir kaum Speicherplatz. Ja, dann, wir können hier bis RAID 10 gehen, machen wir aber nicht. Das hatten wir uns vor, ich habe schon so ein Tool, hat mein Sohn gefunden und das packe ich euch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr von der Synology Seite. Ja. Da könnt ihr das ausrechnen. Na? Dann gibst du bitte hier mal einen Namen dafür ein. Daten. So, Daten. Wie gewohnt. Und dann gehen wir weiter. Dann wählst du das. Ja, ich weiß, das weiß ich alles in- und auswendig. Ne? Hier haben wir auch die nochmal die Größen angezeigt. Wie es verteilt ist in den Schächten selber. Laufwerk 3 und 4 weiter. So. Dann drückst du auf Max. Ja. Da Max. Maximum. Und dann gibst du nochmal eine Beschreibung an. Ja, das hätte ich jetzt auch gemacht. So, aber mein Sohn passt immer auf mich auf. Ich werde alt. Aber ich vergesse es nicht. So, dann BTFS. Ja, mit der X4 kann man machen. Hm. Aber BTFS hat das Vorteil, du kannst quasi sehr schnell Schnappschlüsse machen. Ja, und das, so hätte ich das jetzt auch getan. Ja. Ich nutze auf meinem PC selbst BTFS. Ich nutze hier Linux. Dann übernehmen wir das Ganze. Okay. Weil ist nichts drauf. Das dauert jetzt eine Zeit lang. Sollte eigentlich relativ zackig gehen. Und haben somit jetzt einen großen fast 15 Gigabyte an Speicher. 15 Gigabyte? Ja, Terabyte. Terabyte, Entschuldigung. 14.890 Gigabyte präzise. Und vielleicht noch ein paar zerquetschte Kilobyte oder Megabyte. Ja. So. So. Jetzt können wir noch die SSD, den Cacher. Würde ich erstmal lassen. Der muss nämlich erstmal ausrechnen. Beziehungsweise Optimierung. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Für euch heißt das Pause. So, jetzt erstellen wir uns. Er ist zwar noch im Hintergrund am Arbeiten. Das wird noch ein paar Stündchen dauern, wie man sieht, bei 0,69%. Jetzt erstellen wir noch einen SSD-Cache. Lese- und Schreibkache. Also man kann hier aussuchen, aber ich mache beides. Steht ja, was ihr hier nicht machen sollt. Na? Die würde ich. Ja. Kannst du nur auf RAID 1 laufen lassen. Und dann die. Ja. Haken machen nicht zu vergessen. Ist Maximum. Warte. Nein, das würde ich nicht machen. Nee, muss er nicht unbedingt. Entschuldige, ich mache einen Schluck auf. Wenn du das machst, dann zerstörst du dir ein gesamtes Ding, So, alle Daten werden im Laufwerk gelöscht und hinzugefügt, dann müssen wir bestätigen. Und schon habt ihr euren Cache erstellt. Und wir warten jetzt bis morgen früh ab, oder die nächsten 7 Stunden, bis es soweit ist. Und dann schauen wir uns alles nochmal. Entschuldigt meinen Schluck auf. Morgen nochmal genauer an. So, mittlerweile läuft er dann auch wieder. Hier haben wir dann den externen Zugriff. Quick Connect und bla bla. Das könnt ihr dann alles noch konfigurieren. Euer Netzwerk, Sicherheit, Firewall einstellen und die erweiterte. Nach Lust und Laune, vielleicht kommen wir da nochmal drüber. Mittlerweile haben wir jetzt hier unsere noch. Die ist noch drauf. Heute steht, habe ich gerade gesehen, neues Update. Müssen wir mal wieder drauf machen. 1,5, 4 CPU-Kerne,
8 GB Arbeitsspeicher. Und zur Plattenkonfiguration, hier Energie noch, könnt ihr noch einstellen, wie es euch gerade beliebt. Aufgabenplaner und. Ja. Ja, muss noch ein bisschen was gemacht werden. So allgemein, wo war denn unser Infocenter? Hatten wir gerade. Hier geht es dann gerade wieder zum Update-Einstellen. Da kann man auch die Update-Einstellungen nochmal Updates, wenn kritische Fehler sind, automatisch beheben. Okay, das hat er noch nicht gemacht. Machen wir jetzt aber nachher nochmal. Und. Schließen wir mal. Und dann schauen wir uns mal, könnt ihr euch natürlich auch die Paketzenten hier runterladen, was ihr so gerne haben oder was wir hier zum Beispiel jetzt drauf haben momentan. Na, da schließen wir mal. Na, und was man da so halt da drauf hat. Filestation geht noch. Und wir wollten ja eigentlich mal gucken, wo unser ganzer Kram ist. Widgets, Option, Neustart, kann man nämlich hier auch machen. Das hat mein Sohn damals nicht gesehen. Okay. Und wir gucken uns jetzt mal den Speichermanager an. Der dauert ein bisschen, bis er geladen ist. Na. Wir haben jetzt unsere M2s für den Cache. Das erhöht natürlich die Leser- und Schreibgeschwindigkeit ein bisschen. Und unsere vier Platten hier. Na. Und so ist es jetzt letztendlich aufgeteilt. Klar könnt ihr dann auch noch eure Sicherung wieder zurückfahren. Ihr könnt auch Testplaner hier machen, wie Autotest und Einstellungen und. Ja, ja, Distation läuft. Raufkopieren sind wir bei ungefähr 115 Mbit die Sekunde. Völlig normal. Man könnte da noch das eine oder andere machen. Ja. Gibt es noch was Interessantes zu sehen? Die Systemsteuerung haben wir hier, das Netzwerk und freigegebene Ordner. Das müsst ihr dann euch so einstellen, wie ihr das gerne machen wollt. Wir kommen jetzt am Ende zu meinem Video. Wie gesagt, hat ein bisschen gedauert. Ihr müsst euch natürlich eure Daten wieder rauf kopieren und ihr könnt eure Sicherung natürlich dort, wo wir vorhin waren, auch wieder herstellen. Video ist soweit zu Ende. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, na, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann man das ein und andere noch mal zeigen, ohne dass ich sicher. Aber ich zeige euch das noch mal hier. Könnt ihr jetzt, na, wenn wir hier auf wieder aktualisieren sind, können wir jetzt natürlich unseren wiederherstellen, wenn wir das jetzt wollten. Müssten wir das aus dem Pfad auswählen, durchsuchen und das Ganze dann wiederherstellen. Folgt den Schritten und habt eure Grundfreigabekonfiguration wieder vorhanden, falls wir das vorhin vergessen haben. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich drücke jetzt auf Update und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Oder das kann ich euch auch noch gerne zeigen. Dauert nicht lange. Und sagen jetzt aktualisieren. Dann habt ihr das nochmal gesehen. Normalerweise läuft das automatisch. Die Installation kann zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Lange dauert es nicht, aber meistens dauert es dann so 10 Minuten, bis er dann komplett die Programme wieder aktualisiert hat. Solltet ihr mal regelmäßig drauf achten und mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann läuft eure Distation eigentlich auch. Wie gesagt, das war es an meiner Stelle und wir sehen uns jetzt bei meiner Endcard. Bis gleich. Ja, für mich als IT-Techniker finde ich das auch immer interessant. Ich habe das schon 100.000 Mal gemacht. Heute nicht mehr so oft, aber ab und zu kommt es dann auch mal vor. In irgendwelchen Firmen oder privat weniger. Ich brauche es hier in der Firma, weil das halt sind Vorschriften, die ich zu beachten habe. Die Erweiterung war dringend notwendig. Mit zwei Achtern
Genscher hat natürlich Schwein gehabt, der hat jetzt die beiden Platten zu Weihnachten gekriegt. Die sind natürlich nicht kaputt oder so, aber ich tausche die nach 2-3 Jahren dann doch schon mal aus. Er benutzt die dann weiter. Die Platten sind noch voll in Ordnung. Das sind NRS-Platten, die kannst du 5 Jahre laufen lassen, ohne dass sie vielleicht streiken. Aber wie gesagt, ich wollte auch durch die Erweiterung, und er hat sich unbedingt nochmal eine Platte gewünscht, habe ich gesagt, okay, dann setze ich 2 Achter jetzt rein, ist Ruhe. Und ich habe wieder Platz auch für die Backups, die ich erstellen muss. Das ist mir wichtig. Und dementsprechend haben wir uns natürlich auch das RAID-System ausgesucht, das dann aber auch noch gewisse Sicherheiten bietet, wie zum Beispiel Plattenausfall und, was man da so hat. Deswegen ist das bei diesem RAID-System, wie wir uns das ausgesucht haben, zusammen hat man eine hohe Speicherkapazität, verliert bei locker mal 24 Terra nicht zu viel dran. Ursprünglich, warte mal, im Moment sind, glaube ich, 14 noch drüben, wenn ich drauf gucke. Ja, selbst wenn wir hier, wir haben insgesamt 14, also fast 15 Terra. Mittlerweile sind schon wieder 6 belegt. Ist ja gerade noch nicht so alt, das Video. Und jetzt haben wir wieder Platz, um wieder Backups von unseren Firmenrechnern her machen zu müssen, für den Fall der Falle. Gerade wenn man hier, ich habe ja jetzt nur noch einen und von einem PC, wenn der abkackt, dann zack, zurückgefahren und gut ist gewesen mit Akonis. Da gibt es nichts dran zu maulen. Das braucht er natürlich. Ihr braucht auch dementsprechende Backup-Software. Na, ich werde euch mal Akonis die neueste Version reinpacken. Kann ich jedem nur empfehlen. Da gibt es dann auch noch mal demnächst was drüber. Ich packe euch den neuen 16 Plus, kann ich jedem empfehlen. Und das Nachfolgemodell natürlich in die Videobeschreibung, wem es interessieren sollte. Und auch das Tool per Link, dann könnt ihr euch das selber ausrechnen, wie ihr was machen wollt. Da gibt es verschiedene Kombinationen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, lasst ein Abo da und hebt den Daumen in die richtige Richtung. Darüber freuen wir uns. Oder ihr könnt natürlich auch den Thank You-Button am Video drücken. Damit könnt ihr den Kanal natürlich auch supporten. Alles in meinem schon mal danke. Danke fürs Zuschauen und den Link benutzen und so weiter und so fort. Und ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Solltet ihr Fragen haben, schmeißt in die Kommentare. Mir bleibt heute langsam die Stimme weg. Heute ist Drehtag. Wir sehen uns natürlich auf jeden Fall wieder zum nächsten Check hier auf dem Kanal, denn das nächste Video ist am Start. Ich kann mich, wie gesagt, ich sage tschüss und bye bye, bis zum nächsten Check. Bye bye, macht's gut und bleibt gesund.